glaube, ich habe das Bild sogar noch nicht angepasst. Ich war die ganze Zeit noch beschäftigt, habe da eben noch einen guten Kani zugeschaut auf ESL TV und habe mich irgendwie noch gar nicht um die ganzen Sachen hier gekümmert. So sollte allerdings passen jetzt. Und ich bin mit Ingame. Knife ist. Ne, geknifed wurde schon. Nexus statt der letzte T und Azrael als CT. So, wir haben es jetzt. Auch an sein, ja. Wir haben da alle falsche Mitte aufgebaut. Wer ist denn Neo. Ah, Trace. Boah, ich weiß jetzt nicht, wer Trace und wer. Türkisch ist. Auf jeden Fall hat der Azrael die Überzahlsituation. Oh nein, der Fever nervt. Immer noch beide falsche Mitte. Oh, sie schieben sogar nochmal Rampe. Aber Schipnix und Kolan können das auf jeden Fall stoppen. Ja, also ich bekomme die Meldung, dass es flüssig läuft im Twitch. Chat. Fever ist sogar im Overlay. Ich kotze gleich ab. Dass die Admins hier immer nochmal vorher drauf kommen müssen. Admin. Oh, ich wollte gerade sagen, Nugi kommt noch zum Plant. Tut er aber nicht. Ich probiere mal einen Retry. Muss ich mir dann mal kurz die IP raussuchen. Schauen wir uns noch die Deagle-Deko an. Hab jetzt leider noch nicht gesehen, ob sie Weste haben. Also wirklich nochmal, sorry, dass es hier noch nicht so reibungslos vonstatten geht, wie ich mir es hier wünschen würde. Zweck geht allerdings an der Nexus. Und sie. Sollte da an die Waffe eigentlich rankommen sein. Schieben jetzt sogar nochmal weg. Und nur Schipnix wäre am B, der da Schlitz reinzielt. Jetzt scheint aber anstanden zu machen, die Mitte einzunehmen. Da kann der immer nochmal gegenflächen, kommt auch im Hof weg. Jetzt mindestens zwei vielleicht machen. Ah, komm, spielt immer ein Safe. Mates sind jetzt auch CDBs da. Zanoi macht das einzig Richtige, geht nochmal auf Frag. Haben jetzt eine 2 gegen 3 Situation. Eine Farmers haben sie. Barry hat die, glaube ich. Ne, Zanoi hat die natürlich. Barry nur mit Deagle. Da gibt es keinen Refrag. 2 in 2 Situationen und Barry hat eine gute Position, würde ich sagen. Wird aber weggefragt. One on one. In der Deagle-Eco. Aber Kolon einfach zu stark. Zweite Runde für Ezreal und ich mache einen Retry in der Hoffnung. Dass jetzt hier nicht schon wieder SVC-Bad kommt, so wie vorhin. Nein, bitte nicht Retrying Connection. Oder habe ich hier die falsche IP noch? Schnell, 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 schnell. Einmal abbrechen, einmal diesen da machen. Ach, was eine umständliche Scheiße hier hat schon wieder. So, jetzt bitte funktionieren. So, jetzt hoffentlich ist der T da auch raus. Sieht auch danach aus. Sehr schön. So, Ergebnis passt auch noch. Und wir sehen, ja, wir sehen sogar mal eine Buy-Round. Ich hatte jetzt noch mal eine Glock-Eco gerechnet. Allerdings haben wir noch nichts verpasst. Kein einziger Frag gefallen. Ich brauchte mir nichts vorwerfen. First Frag wieder für Nexus. Mal schauen, ob sie es diesmal eine Runde ummünzen können. Sogar zwei schon, beide Base verschoben. Anaxis spielt weiterhin langsam. Nuki spottet da jetzt noch Banane, ob da einer reinzählt. Bombe irgendwie. Ah, jetzt down. Aber wenn Nuki jetzt klein rauf geht, dürften da jetzt Mitte allerdings nicht sterben. Und Nuki sagt das gleich an. Schipnix und. Ah, das ist so kacke. Können die sich nochmal gescheit den Nix nehmen, geben? Ich glaube, Neoblast, das ist. Türkisch, der hat glaube ich einen krassen Ping, aber da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht weiß es jemand. Dann kann es in die Comments schreiben. So, da gab es einen Überraschungsmoment für Nugi.
Für Shipnix. Nugi konnte ihn da aus dem Spiel nehmen. Snappy hat jetzt noch ein Duell Mitte unten. Oh, verliert es allerdings. Oh, da wird auch gegen Heaton angelegt. 1 gegen 2 Situation für Nugi. Keine Ahnung, wie viel HP er hat. Verschießt. Okay, den klärt der 3 zu 0. Und Scoreboard und Overlay müssten gleich alles tippitoppi sein. Ich habe jetzt auch noch gar nicht geschaut, was die Maps sind. Kann ich gleich nochmal nachgucken. Also Ice Rapids City. Und ich schaue mir kurz die Maps an. Sollten jetzt eigentlich eine Full Eco sehen. Ja. Haben wir auch. Wurde schon wieder. Ach, fuck, ey, die hatten die ganze Zeit Glocks. Also Alexis macht hier konstant First Tracks. Könnte es aber nicht in Runden umsetzen. Sind jetzt auch schon gangweit vorn. Und nochmal ein Frag. Oh, die AEs, die Grants. Boah, sehr schöne Runde von Zanoi. War Cadian genauso krass. Hört der jetzt auf Action? Boah, kriegt ins Gesicht und wo ist Shipnix? Er ist schon in der B-Bow. Bombe kann allerdings safe geplantet werden. Sandkasten auch einer drin. Lommer hat Rippen. Also, das muss die erste Runde sein für Anexis. Jupp, ist er auch. Kurzer Blick ins IRC. Okay, jetzt läuft angeblich. Dann hoffe ich mal, dass es weiterhin erfolgreich läuft. Am besten sollte ich ihn hier rausswitchen oder was weiß ich. So, dadurch, dass Anexis hier immer so knappe Runden gespielt hat, muss Astral direkt in die Eco gehen. Wahrscheinlich auch gar nichts gekauft, nicht mal eine Flash oder so. Hat wenig Geld. Und, oh Gott. Fast eine Nies-Attacke. Zweite und dritte Map wären Tuscan und Train. Ziemlich überraschend irgendwie, dass ich gehe einfach mal davon aus, dass Anexis hier Inferno gewählt hat. Azrael ziemlich sicher Tuscan, eine ihrer stärksten Maps, haben da schon ziemlich gute Matches gespielt. Ist ja auch schon auf den M-Comments geschrieben, Anexis ist eigentlich sehr stark auf Mirage. Und deswegen wundert es mich ein bisschen, dass sie hier Inferno gepickt haben. Aber mal schauen, so einen richtigen Favoriten gibt es eigentlich meiner Meinung nach gar nicht in dem Spiel, in diesem dänischen Derby quasi. In der Balkan European CS League, Season 2, das große Finale. Ich kann nur nachher nochmal den Turnierbaum zeigen und zeigen, wie sich da die beiden Teams durchgekämpft haben. Shipnix schon auf 90 HP, 40 HP gebankt. Barry noch im Gang. So, nimmt jetzt auch wieder Gas raus, hat in der Banane gesprengt. Jetzt die Frage: Spielen Sie ein Groß-Goal? Schieben Sie nochmal klein? Bombe ist allerdings unten Trepp, ne? Es soll wohl Mitte gehen, Nugi deckt nach hinten. Also, Sie haben natürlich immer noch die Option, umzukehren. Azrael hat absolut keine Kontrolle. Shipnix allein am B. Arcadian hat da auch Angst für einen Go. Shipnix zieht nicht mal Center rein. Doch jetzt. Rippen immer noch eingenommen. Zahnhörner würde da verzögert Gang kommen. Vielleicht mit einem Push gerechnet. Boah, da gibt es eine schöne Flash gegen die Kante da. Schöne Deckung bisher. Allerdings ist Sandkasten gestorben. Somit fallen auch die Frags für Anexis und Arcadian und Shipnix im 1-2. Shipnix kommt in die Mitte, wird er. Ja, Barry dürfte ihn da gleich haben. Barry, ja, Barry hört ihn. Jetzt kann es somit an seine Mates weitergeben, kann sogar den Frag setzen. Einfach auf Timing gespielt. Arcadian nochmal mit dem Extra-Track, 8 HP, wird auch jetzt direkt gehandelt. So, die macht den 3 zu 3 Ausgleich. Wahrscheinlich noch meine nächste Eco hier für Ezreal.
Facebook zu machen. Ja, genau. Das habe ich ja quasi selber damit schon beantwortet, ohne die Frage gelesen zu haben. Also es ist das einzige Match heute. Morgen geht es dann wieder weiter mit Team Alternate. Und ansonsten weiß ich gerade nicht, was demnächst so ansteht. Natürlich weiterhin noch der Aces Cup mit Alternate. Den begleite ich auf jeden Fall weiterhin. Und ansonsten mal schauen, ob ich in der EPS was mache. Oder ob Knochen da sonst so viel macht, dass es sich überhaupt nicht lohnen würde. Von daher mal gucken. Ich würde jetzt echt ungern nochmal ins IRC tappen. Dieser Runde, die hier auf jeden Fall sehr wahrscheinlich an Alexis geht. Nubi hat sogar eine USP-Spar. Sollte er da wirklich gleich auf AWP gehen? Ich bezweifle es fast. Eigentlich kein Grund, jetzt irgendwas großartig umzustellen. Allerdings, vielleicht gibt es jetzt schon so kleine Mindgames. Ich meine, die ganzen Dänen kennen sich ja so gut untereinander. Ist immer schwierig, deswegen hatte ich schon vorhin gesagt, dass es eigentlich keinen wirklichen Favoriten gibt. Das ist eigentlich so, wie wenn Alternate gegen Maus gespielt hat. Selbst wenn Maus vielleicht immer irgendwie das bessere Team war und als Favorit gegolten hat, hat Alternate trotzdem immer Chancen gehabt. Einfach weil sie die Spieler so gut kennen und so viel miteinander auch gespielt haben, gegathert haben, etc. pp. Ich hoffe einfach nur. Oh, Nugget. Ich hoffe einfach nur, dass es hier ein Dreiwerfer wird, alles andere ist mir fast egal. Ich würde es beiden Teams auf jeden Fall gönnen. Anexus hat in letzter Zeit extrem krasse Ergebnisse gezeigt. Einzig gestern das erste Mal wieder ein bisschen geschwächelt gegen Fnatic. Aber ansonsten super Ergebnisse zuletzt online gezeigt. Azrael hat man jetzt ein Weilchen nicht mehr gesehen, waren allerdings online auch sehr, sehr stark. Also die Teams sind eigentlich beide in Topform. Und ich weiß auch leider gerade nicht, wie viel es überhaupt geht in der Liga. Sehr schöne Runde von Krüger von Barry. Sandkasten eingenommen, 33 Station. Kolon macht aber den Frag. Lommer hat da ein bisschen zu viel gewollt. Nugi allerdings noch oben drin. Wie viel kann er machen? Verschießt leider. Macht seit Tagen einfach einen super klasse Job für Anexis. Hält sein Team da immer wieder am Leben. Was ein Schuss. Sorry für mein schnelles Switchen. Ich wollte eigentlich gleich zu Nugi. Lockt da sehr schön den Schuss raus, aber Diffuse war schon viel zu weit vorangeschritten. 4 zu 4. Und jetzt ganz fix. Und wieder Lex. Also Mundi, es scheint auch irgendwie an dir zu liegen. Ich sollte auch mal die Halte vor Ort Comments aufmachen. Das ist so krass, wie viele Seitenkommentare es eigentlich gibt jetzt mittlerweile. Ich meine, Halte vor Ort bin ich gelistet, Fragbite bin ich gelistet, auf Readmore natürlich. Im Twitch-Chat, im IRC, Twitter könnte man mich anschreiben, allerdings würde das eh nicht ankommen. Wobei doch, ich kann es eigentlich lesen. Am Laptop. So, konzentriere ich mich mal wieder ein bisschen aufs Spiel. Scheint, ich wollte gerade sagen, Anexus pusht B, allerdings werden sie jetzt zurückdrängen. Nugi konnte dann nochmal AWP kaufen, Lommer hat schon Low HP. Nugi wurde zurückgedrängt, da mit einer Flash. Barry Mitte eingenommen. So, wo geht's jetzt lang? Vielleicht über Haze mal was anspielen, vielleicht aber auch ein Fake. Shipnix bleibt allerdings City Base. Das soll wohl wirklich Haze gehen. Ja, da gibt es einen Haze. Action Split. Oh, der Spieler. Ah, wo ist er? Ah, der zielt nur ab. Wird mit einem Frag belohnt. Ich glaube, ja, Barry war das in der City Base. Da wurde nicht gut gedeckt. Und das nicht gut kommuniziert, dass da einer durchlaufen kann. Arcadian Mitte 1 und 2. Sie wissen noch nicht, wo er kommt. Was mit Zahn? Oh, ich wollte schon sagen, Zahnhäuser AFK.
Sehr ungewöhnliche Position. Macht sogar einen Step und Fehler bei ihm. Okay, den hat die Chance. Nugi nur mit 12 HP, mit AWP auf Spot. Wenn er jetzt da Mini-Steps macht und er Nugi einmal verschießt, muss ihn nur anhusten. Oh, Nugi hat verschossen. Sieht man auch nicht oft bei ihm. Fünfte Runde für Nexus und das ist wirklich das Top-Match heute, was auch viele erwartet haben. Einfach weil die Teams so gut unterwegs sind in letzter Zeit, dass sich da quasi nichts nehmen. So, welches ist heute das fünfte? Weiter neue Kommentare. Freeze. Oh Gott. Das ist auch nicht. So, jetzt nochmal in Read More Comments schauen. GB Contact. Allerdings. Mist, der Matsch nicht auf Kohlen drauf. Das war sogar die Bombe. Hat er die das gesehen? Ja, ich vermute schon. Ja, da ist auch ein Dritter direkt mit drüber gewesen. Barry muss jetzt oben am Kogo aufpassen, wenn er da raus will. Allerdings ohne eine Flash eher random. Wenn Zanoi könnte ihm da jetzt flashen, hat ihm auch geflasht. Sehr schön. Er hatte fast ein bisschen zu viel gemoved, hätte fast gar nicht den Frag bekommen. Immerhin macht Neo Platzers den Refake. Ich gehe jetzt einfach mal. Was hatte ich vorhin gesagt? Ich kann es ja immer noch nicht mit Gewissheit sagen, wer jetzt nur Trace, wer türkisch ist. So, es geht zum A. Gibt es da noch einen Flash? Oder geht es so raus? Hat einen super Job mit seiner Awe. Den zweiten. Sehr schön verschoben. Sehr schön verschoben von Chipnix auch. Kolon 16-6. Wieder mal bester Mann. Läuft Leck frei. Nameter jetzt ohne Lecks. Leck bei mir, aber das Stream sagt, wir haben nie Leck. Toll, gerade am Flexen nie. Gesnapp ich in der Leck. Die Lecks nehme ich eigentlich. Ich weiß nicht, was das ist. Also, ob es jetzt wirklich besser ist, wenn es weniger lag, dafür länger. Ah, ich weiß nicht. Ich bin halt ein bisschen gerade dabei, meinen CPU an die Grenzen zu takten. Um da wirklich bestmöglich rauszuholen. Sehr schöne Runde von Cypherin. Nicht. Bin mir nicht. Ich glaube, so vom Spielstil ist es türkisch, oder? Ich glaube, das ist türkisch. Und Neo Blatzers ist Trace. So, Zanoi, 1-on-4. Kolon verschießt mal. Wird allerdings auch schon gepusht. Kolon wird da ein bisschen zu viel, allerdings Chipnix natürlich schon mit unten. Kann er direkt die AWP mitbringen für seinen Mate. 7-4. Die Sache ist, hab nicht nur hochgetaktet, sondern. Ich muss noch ein bisschen weiter erzählen in der Echo. Nicht nur hochgetaktet, sondern auch CS auf einen Kern gelegt und X-Split auf die anderen drei. Das passt auslastungstechnisch eigentlich ganz gut. Mal schauen, wie viel ich da noch wirklich rausholen kann. Kein Sound, das liegt bestimmt an dir, dass du. Das ist bei mir auch ab und zu mal gewesen. Das hängt mit der Werbung, glaube ich, zusammen. Was Stream nochmal neu starten oder nochmal den Regler hoch runter machen, muten, entmuten.
irgendwie an dem Lautstärkeregler rumspielen. Das kann helfen. So ein Nugi-AWP-Duell in der Banane. Da gab es aber schon schnell einen Boost. Kolon gewinnt jetzt das Duell. Ja. Also jetzt kann ich mir sicher sein. Neoplatzers ist Trace. Der F hat zwei Frags nach Kolon auch in der Banane gemacht. Und da wird Anexis jetzt ein bisschen auseinandergenommen. Vorhin war es noch richtig knapp. Jetzt steht schon 8-7. Meine Kameraführung ist heute mal wieder Maselike. No offense. Ja, Mitte ist noch keiner. Okay, den nach oben. Banane. Auch die Bombe. Schön nochmal an der Kante hängen geblieben. Großes Sand ist türkisch. Also die Runde ist am Großen nicht zu gewinnen. Besser scheint er jetzt B zu gehen. Verstehe ich auch immer da nicht nochmal. Schieb, man hat da nach 30 Sekunden. Jetzt stirbt Zanoy auch da allein. Also man macht nicht mal was zusammen, um irgendwie noch eine klitzekleine Chance auf die Runde zu haben. Kolon verschießt, hätte da gerechnet, dass er direkt trifft, aber türkisch klärt 9-4. Und sieht wirklich dann aus, dass die Nexus hier auf ihrer ersten Map, auf ihre gewählten Map verlieren. Zumindest die Halbzeit haben sie verloren. Und vier Terrorrunden sind jetzt noch nicht so prall. Die Pistol ging an Azrael. Okay, also da sind sechs Runden, wenn man. Man hält sich drauf. Ja, sechs Runden wären dann fast noch okay, würde ich sagen. Selbst mit fünf kann man noch was reißen. Ich werde dafür überall die Frags. Krass, die werden komplett zerstört durch das Offensivgespiele. Tja, es war auch gerade so do or die. Man hat da gekauft, das ging. Hatte jetzt schon wenig Equipment und. Hatte eben wenig Equipment und jetzt natürlich auch. Nur Deagle, Galil, also. Money-technisch an Nix ist da nicht so gut aufgestellt. Muss er wieder schnell mitgehen. Gang wird gepusht von Israel. Er deckt gerade niemand ab, doch Zanoy von der orthodoxen Posi kriegt auch verdienterweise den Frag von Türkisch. Schöner Spray von ihm, Annex ist noch komplett in der Mitte versammelt. Barry macht jetzt auch Gang dicht. Schöne Flashes, aber Schipnix deckt da sehr gut ab. Und die Sache ist, Schipnix ist am A und er war normalerweise am B-Spieler. Allerdings spielt das Israel natürlich auch so gut, dass sie immer wieder variieren. So kein klares Konzept jetzt wirklich erkennbar ist. Aber ich glaube, Schipnix ist fester B-Spieler. Und wenn er auf am A einen Track macht, kann man damit rechnen, dass nur noch einer am B ist. Oder dass, ja. Und dass Kolon auch am B ist. Und das wird jetzt leider die 11. Runde für Israel. Ich ahne schon eine sehr, sehr eindeutige Map. Schöner Headshot nochmal am Ende, aber bringt halt Alex nix. Jetzt habe ich hier. Oh, ich habe noch hier Dings an. So, 11-4. Auch auf Ritmo eintragen. Starts. So, wie gesagt, zweite Map wäre Tuscan. Und da sehe ich Azrael halt auch von. Haben da letztens irgendwie in der Fnatic League Lemon Dogs bzw. Windfact, das neue Windfact, geschlagen. Und haben da auch schon teilweise gute Comebacks hingelegt, aber schöne. Nate von Schipnix, der sich da selbst sprengt. Und noch ein Teamfrag. Chaosrunde von Israel.
Bombe muss eigentlich den Hund entscheiden. Sehr schön. Und Arcadian letzter auf Spot hat 1 gegen 3. Oh, da gibt es sogar noch mal eine Flash. Perfekt gespielt von der Nexus. Sehr, sehr schöner Retake. Natürlich auch sehr cool verdattelt. Also, was heißt verdattelt, aber die eigene HE, die Shipnix da hochgesprengt hat, da sieht man es minus 1. Und Arcadian auch nochmal mit einem Team Frag. Übrigens auch krasse Pings. Dänemark intern. Schon heftig. Ich behaupte einfach mal, dass die mit einstelligen Pings irgendwie in den Großstädten leben, so Kopenhagen oder was ist die andere Großstadt? Fuck, wie hieß sie denn? Aarhus, glaube ich. Also, und der Rest wahrscheinlich in eher ländlicheren Gebieten wohnt und vielleicht dann die höhere Pings hat. Gerade Lomme. Aber es ist nur Spekulation, ich kenne mich da mit der Internetstruktur in Dänemark nicht aus. So, Nexus null Problemo mit der Eco. Sechste Runde auf ihrem Konto. Senakas. Offensive HEs von der Nexus. Haben ein bisschen Schaden an Trace gemacht. Gibt es den Dönerboost für Arcade? Ne, für Türkisch. Gang wird auch geblockt. Gang wird gesprengt, glaube ich. Ne, haben sie es da abgebrochen. Gibt es Koko Boost? Nogi hat. Die haben alle noch Farmers. Also Waffenvorteil auf jeden Fall auf Seiten von Estrella. Da gibt es einen ganz billigen Fake. Kolon fällt darauf ein. Ich bin mir sicher, Gok hätte da instant hochgeschaut, weil am Hess so ganz billig abgelenkt wurde. Wurde einfach gebankt. Dann weggeschoben. Um die T's zu locken. Estrella in der Überzahlsituation, aber Snappy gleicht aus. Zanoi war da schon viel zu weit vorn. Snappy's Posi auch bekannt. Er hat den HP-Vorteil. 1 HP und 18. Boah. Türkisch spielt's aber auch super. Hat da von hinten verschoben. Boah, perfekt gespielt mit seinem HP. Und er rechnet nie im Leben, dass er hinter ihm ist. Oder? Sehr schön gespielt von Türkisch. Macht hier somit die 12. Runde für sein Team. Und die CTs müssen sehr, sehr wahrscheinlich sparen. Oder auch nicht. Kaufen wir was geht, versuchen es wirklich direkt wieder zu drehen. OWP sind wir natürlich nicht. Wäre auch ein bisschen zu krass. Es wird gedoppelt. Lomme allein am Gang. Döner wurde reingelassen und das Hess-Doppel wird gleich Aktion haben. Wie soll die mal gleich flächen? Sehr schönes Timing von Barry. Lomme, schlechte Posi, ist da nicht mehr aufs Spot gekommen. Große Sand somit eingenommen. Runde sieht. Ja, bei Arcadian 4 HP hat er doch gut Damage gemacht. Runde vielleicht noch nicht ganz so entschieden. Große Sandkasten natürlich immer ein Vorteil für die T's. Da gibt es wie gesagt Arcadian mit 4 AP. Bombe wird jetzt runtergelegt. Nein, Nogi stirbt da. Sehr schön gespielt von Arcadian. Gleich da aus. Boah, dass er da noch überlebt. Und zwei über Action, eine über Hess. Ne, einer Gang sogar. Und Arcadian darf ihn da nicht machen. Sehr schöner Schuss.
krasse Runde von Arcadian mit seinen OAP. Konnte da noch zwei mitmachen. Nächste Runde für Azrael und Nanix hat eben gekauft, was geht. Sind jetzt total broke. Werden auf jeden Fall eine Eco einlegen, dann steht es schon 14 zu 6. Und danach ist man. Steht man vor der Frage, kauft man, setzt man da nochmal alles mehr oder weniger auf eine Karte mit wenig Equipment oder spielt man hier wirklich auf Draw? Ich muss mit der Map auf jeden Fall dringendst aufs Klo. Riecht sogar einen Fake. Oh, Zahnö. Er wird halt niemals einen machen. Vielleicht einen Headshot geben. Dann hat einfach keine Chance durch die Laterne. Allerdings drei Mann da, Snap ja auch schon Mitte. Vielleicht schaffen wir es hier noch ein bisschen was aus dem Spiel zu nehmen. Vielleicht allerdings auch gut gegangen ab. Dann gibt es nochmal einen Headshot. Oh, zwei ist gar nicht gefallen. Vielleicht nochmal einen dritten. Okay. Aber schöne Echo. Schön den Braten gerochen. Lommis Posi. Natürlich mehr als schlecht. So, 14. Runde und hat. Ja, Anex hat gekauft. Drei Mann haben Kit. Nugi hat so. Ja, Nugi hat AWP. Okay, haben da doch mehr Geld als gedacht. Ist das jetzt ein Flame oder nicht? Sehr schön. Gibt's ein Flash von Kolon zum Center und Türk konnte da direkt rumziehen. Gang, schipp nix. Er macht einen, wo ist der Refrag? Refrag ist da und es geht jetzt B. Nein, Kolon macht direkt den Frag, Snappy, unerwartete Position vielleicht, ja. Er sollte da schnellstens möglich. Ja, sollte da lang rein. Nugi könnte ihm da vielleicht gleich flashen. Snappy, ganz wichtige Position, dass das da nicht stirbt. Hätte mir gewünscht, weil Nugi wahrscheinlich auch keine Flashes mehr hatte. Was hätte man Snappy direkt auf Spot schicken können? Ja, Barry hätte da nämlich noch eine. Schöner Frag. Kolon war da, glaube ich, blind und. Sehr schöne Runde von Nugi. Am Ende noch. Schöner Leck. Schöner Held vor Leck. Leider den Retake nicht komplett mitbekommen. Wäre ich gerade am Reden. Okay, denn da wahrscheinlich gerade am Ansagen, was gespielt werden wird. Das sieht auf jeden Fall Richtung B aus. Bauen wir noch Mitte unten. Könnte mir guten Groß-Fake-B-Go vorstellen. Vielleicht auch ein B-Split. Jetzt alle drei Mitte schieben. Keiner mehr Gang. Trace. Ja, da gibt's die Flash. Da gibt's noch Smoke von Kolon. Okay, die Smokes sind natürlich jetzt weg. So mit B-Split eher unwahrscheinlich. Gang auch einer von. Sehr schön von Nogi. Der hat den Kopf gesehen. So, und das ist ein Fake. Der aufgeht. Zanoi allein am B. Boah, sehr schöne. Also das heißt, sehe ich eine Flash. Ist halt total egal. Zahne musste sich da zurückziehen, konnte aber trotzdem beide machen. Da hat keiner nach rechts geschaut. Bisschen gelackt für meinen Geschmack von Zahneu. Aber gut, Arcadian
Letzte Mann. Keine Bombe, die ist auf B safe. Und wird auch direkt gehuntet. Ah, seine Waffe. Ja, die sollte er überleben. Die sollte er. Gut, Famas. So, 4 zu 14. Nee. Ja, 8 zu 14. Habe ich eine AWP bei Zanoi gesehen? Oder? Habe ich mich. Nee, habe ich mich verguckt. Nugi natürlich noch weiterhin an der Lanze. Im Has. Sehr standardbehafteter Aufbau von der Nexus. Ist allerdings auch eine fast komplett Eco, nur Arcadian hat hier eine AK. Schöne HE. Wollen ihn wohl. Schade, wollen ihn nicht heiß überrennen. Geht's mal für Arcadian, mal schauen, was er in der Runde anrichten kann mit seiner AK. Möglicherweise nicht viel. Wir müssen jetzt eigentlich auch wissen, dass er der Bibo ist. Snappy macht doch keine Anstalten zu schieben, gibt's eigentlich auch fast keinen Grund zu. Schön von Lommel. Ich glaube, der ist auch mit einer Flash rumgezogen. Oh, Nogi. Schön geschossen von Arcadian. Jetzt. Oh, wichtig von Lommel, dass er dann stirbt. Jetzt stirbt er. Oh, zwei Frags. Mit Glocks und einer Dings. Einer. Oh, die Arbe. Oh Mann. Super, super Job von Arcadian und Kolon. Dort die AWP noch aus dem Spiel zu nehmen, noch einen mit Glock zu machen. Besser kannst du in der Eco fast nicht laufen. B direkt zurückdrängt. Spielt man da direkt Contact, wäre nicht ganz so krass. Snappy am Gang. Oh, jetzt gibt's wieder die Flash zum Center. Aber Anexus will auf ihrer Seite auch einnehmen. Sehr schön. Zanya macht für First Track. Wird direkt gereflekt von Kolon. Astro? Sledig? Keine Ahnung. Bin des Dänischen nicht mächtig, leider. Morten ist Kolon übrigens. Sehr schön gezielt von Krüger, von Barry. Ach, Kursant ist raus, aber Lomme steht da noch. Guten Support bekommen auch von seinen Mates. Stirbt jetzt allerdings Trace, letzter Mann. Und wir alle wissen, wenn es einer hier machen kann, dann Trace. Aber heute nicht. Sechste Runde, somit Anexus auch zweistellig. Doch nochmal knapper hier geworden als erwartet. Ich hätte ja wirklich gedacht, dass S-Ray als T halbwegs drüber fährt. Ist er wirklich gut? Also, viel Kontrolle hat Anexus eigentlich am Anfang der Runden nicht. Jetzt, ich bin jetzt mal wieder ein bisschen offensiver. Wissen allerdings auch anscheinend, dass sie Eco haben. Direkt die AE ist auch gesessen. Der Eco auch null Probleme gehabt. 11 zu 4. Ich bin mal gespannt. Israel sollte mal irgendwie die Rippen einnehmen und mal schneller irgendwas spielen. Also sich schnell für was entscheiden. Wenn der Nexus jetzt weiterhin Standard spielt. Nein! Mann, was ein Pech! Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Nugi da den Fleck kriegt. Ich dachte, er zeigt uns jetzt keiner mehr. So, jetzt wird mit Kontrolle gespielt. Lomme und Barry. Na, schade, Lomme stirbt. Schipnix kann da allerdings auch Dings, Barry ansagen.
Oh, ich stehe noch zu zweit am B. Die wurden jetzt auch gespottet. Sollten sie da jetzt wirklich raufgehen? Snappy CTBS, der könnte. Ja, sie wollen rauf. Zahnoi und Snappy. Oh, Snappy jetzt zu weit weg. Jetzt kommst du auf Zahnoi an. Oh, Snappy schiebt immer weiter weg. Oh Gott. Oh Gott. Krasse Entscheidung da von Azrael. Ich glaube, da gibt es gleich wieder eine Flash von hinten. Boah, was ein Granatengewitter. Da gibt es die Gegenflash. Oh, der T ist super blind. Snappy ist doch schon da. Krass. Hab ich gar nicht geschaut, wie er da verschoben hat. Sehr schön verteidigt. Sehr schön Gegenflash auch von Zahnoi. Haben sich da vielleicht auch für die falsche Variante entschieden. Hätten da vielleicht Contact komplett durchziehen sollen und nicht sich verraten mit den Flashes. Zahnoi konnte deswegen noch gegenflashen, wenn sie da draufgeschlichen wären. Sie hätten sogar boosten können. Tja, wäre vielleicht die bessere Alternative gewesen. Haben sie nicht gemacht. Somit nächste Runde für Anexis. Und Anexis traut sich weiterhin. Nein. Oh, Nogi verschießt und stirbt am B. Hat Zahnoi noch dort. Hat er die AWP gepickt. Ist, glaube ich, auch eine ganz solide AWP. Oh, und Gang Contact. Perfekte Ansage in dem Moment, wenn man die Overview anschaut. Keiner am Sandkasten. Barry mit oben. Sie können da jetzt Sandkasten raus. Und das weiß Anexis natürlich auch. Azrael nutzt da direkt die Lücke. Keinerlei Contact. Snappy wird auch direkt abgeflasht, abgeheilt. Boah, der Retag wird super schwer. Oh, schade. Der falsche Mittelspieler kann natürlich auch super viel Damage jetzt gleich machen. Muss aber Mitte aufpassen. Trace. Ja, Trace zielt aber auch hin. Anexis ist komplett eingekesselt. Die Runde ist ungewinnbar. Lommel schiebt auch schon zum Safe. Und somit ist es Draw Safe für Azrael. 15 zu 12. CTs sollten allerdings noch halbwegs Geld haben für die vermeintliche letzte Runde. Aber Lomme wird seine Waffe dann nie im Leben safen können. Cool, dann macht ihn. So, danach übrigens nicht gleich abschalten, denn es gibt auf jeden Fall noch eine zweite und wenn möglich eine dritte Map in dem Grand Final von der Balkan European Counter-Strike League. Best of 3. Und nächste Map ist Tuscan. Man macht den Fleck durch die Smoke. Hat er gut auf Timing geschossen. Nuki hat nochmal eine Awe. Bombe Fuchsbau. HE mehr oder weniger. Zahnel komplett def am A. Am B. Schöne HE gegen Lomme. So, wofür entscheidet man sich? Schöner Strafe von Shipnix. Und jetzt gibt's den Go und die Runde sieht nicht gut aus für Nexus. Snappy muss es jetzt noch irgendwie drehen. Macht noch. Oh! Was eine Runde von Snappy. Wollte gerade sagen. Er hat sogar noch 73 HP. Davor. Boah, schade, wenn das noch ein Frag gewesen wäre. Oh, wenn er da noch überlebt und Zahnoi eher da ist. Ah, vielleicht kann es Zahnoi noch machen. Sieht ganz gut. Allerdings noch Gegenflecht. Oh, die Fläche ist richtig gut. Sehr schön gespielt von Colon und Trace. Krass, aber schönes finde ich auch von